Ja, liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Winterprojekt hier. Und du siehst jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich zeig's dir gleich mal. Hier draußen ist der Winter ausgebrochen. Ja, das bedeutet, ich ziehe mich hier unter das Dach zurück und arbeite mal an so einem kleinen Winterprojekt, was ich schon eine ganze Zeit im Kopf habe. Und ich taufe dieses Projekt das sorgenlos Mini-Hochbeet. So will ich das mal taufen. Und du siehst, ich habe hier diese Steckregale, habe ich von meinem Kumpel Simon jede Menge bekommen. Und vier von diesen Steckregalen in doppelter Anordnung möchte ich dieses Jahr in meinem Garten aufbauen. Und wir hatten ja so einige Erfahrungen im Schrebergarten letztes Jahr gemacht, dass uns da die Amseln die Hochbeete durchwühlt hatten. Dann hatten wir ja arge Probleme mit dem Kohlweißling, dann Sonnenbrand durch diese hohe Sonneneinstrahlung, die wir hatten und so weiter. Und natürlich auch unsere lieben Freunde, die Schnecken, hatten uns da auch den einen oder anderen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wie könnte man diese Probleme auf einen Schlag lösen? Und da ist mir irgendwann mal nachts jetzt eine Idee gekommen. Und dann kam mir, wie gesagt, eines Nachts die Idee und ich dachte, okay, das musst du jetzt mal im Winter ausprobieren, ob man das wirklich für günstig Geld bauen kann, weil ihr wisst ja, Leute, Holz ist so teuer geworden. Ich war jetzt, wie gesagt, im Baumarkt, habe mir schon ein bisschen was geholt. Also hier diese Holzlatten, dann wieder die PG-Rohre, ein paar Schrauben, ein paar Scharniere und so weiter. Und ja, da fangen dir die Augen an mit Tränen, wenn du da zur Kasse gehst. Ne? Und für alle Leute, die vielleicht im nächsten Jahr sich ein Hochbeet bauen wollen und dann in den Baumarkt gehen und sagen, pff, bei den Preisen, das geht mal gar nicht. Wie gesagt, diese Steckregale sind da wirklich eine gute Empfehlung. Die verlinke ich dir mal in der Beschreibung. Kostet, glaube ich, 20 Euro so ein Ding. Und den Aufsatz, den wir hier bauen, ich glaube, der wird auch nicht teurer als 15 Euro. Und da seid ihr dann eigentlich schon gewaschen und gekämmt. Weil ich denke mal, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann sollten da wirklich viele Sorgen einfach damit gelöst sein. Aber wir schauen einfach mal, ob es tatsächlich auch funktioniert. Wie gesagt, ich nehme euch einfach mit auf dem Weg der Konstruktion meines sorgenfreien Mini-Hochbeetes. So, ich nehme euch mal mit in die Ego-Perspektive. Was brauchen wir denn für die Konstruktion unseres sorgenfreien Mini-Hochbeetes? So, da brauchen wir hier solche Latten. Ich glaube, das ist Nadelholz. Was steht hier? Nadelholz 24 x 48 x 2000, also 2 Meter lang. Dann brauchen wir dieses Isolierrohr, das ist M16. Das eignet sich da ganz gut, hat man auch schon im Schrebergarten richtig gute Erfahrungen gemacht damit. Dann brauchen wir ja alten Schlauch, das brauchen wir für die Ecken. Dann zeige ich euch dann gleich. Und natürlich noch ein paar Schrauben und auch solche Scharniere, ja genau, also so schon ganz handelsüblichen Scharniere, nichts Weltbewegendes. So, was habe ich bisher gemacht? Schauen wir uns das mal genauer an. So, was habe ich bisher gebaut? Naja, so ein Rahmen aus diesen Nadelhölzern. Wie gesagt, hier in Ecken solche Eckverbinder kann man ganz leicht nachbauen. Also wie gesagt, die Maße von diesem Steckregal genommen, dass der direkt oben drauf passt. Das ist quasi dann der Aufsatz. Der kommt hier oben drauf. Dann meine nächste Idee. Ich möchte, dass ich diesen Aufsatz klappen kann. Ja, dass man dann schön bequem an die Beetfläche kommt. Und deswegen möchte ich jetzt hier diese Scharniere installieren. Und die werde ich dann hier eins festmachen und hier eins festmachen, dass man das schön aufklappen kann. Das ist jetzt der nächste Schritt, den ich mal versuchen werde. Ja, und über Nacht ist, wie gesagt, der Winter hier eingebrochen. Jede Menge Schnee. Ich zeige euch das mal schnell. Könnt ihr mal sehen, ja, also im Garten kann man hier definitiv jetzt nicht viel machen. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Unterstand, den ich hier habe, da kann man jetzt auch hier mal so das ein oder andere Projekt hier darunter realisieren. So eine weitere Idee, wenn wir das gebaut haben hier, soll sein, dass wir hier noch einen Schneckenschutz installieren und eine automatische Bewässerungsanlage. Ich habe euch ja gesagt, das soll das sorgenfreie Mini-Hochbeet werden. So taufe ich das. Ja, schauen wir mal, ob wir das wirklich realisieren können. Ich habe jetzt einiges bestellt. Die Pakete hole ich alle morgen ab. Die habe ich alle zu meinen Eltern schicken lassen, weil bei mir sind in den letzten Wochen, glaube ich, jede Woche mindestens 15 Pakete gekommen. Ich habe echt
echt jede Menge Dinge bestellt. Also ab Januar geht es richtig rund, Leute. Da habe ich richtig viele Projekte. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr die nicht verpasst und dann auch den nächsten Teil von der kleinen Serie hier nicht versäumt. So, mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Lässt sich das aufklappen? Ja, genau, sehr schön. Hier wäre es dann vielleicht irgendwie noch ein Strickspann, dass ich das schön dahinter klappen kann. Ja, für irgendwie eine Halterung. Okay, das kann ich dann aber später mir noch überlegen. Aber das funktioniert erstmal. Und hier in der Mitte wäre es dann vielleicht noch eine kleine Leiste reinmachen, dass mir jetzt noch ein bisschen zu instabil hier, aber das sollte schnell zu lösen sein, das Problem. Aber wir können das hier erstmal schön bequem dann aufklappen und können dann hier schön gärtnern. Das ist schon erstmal auf jeden Fall sehr schön. So, sehr gut, weiter geht's. Aber was ich jetzt doch noch schnell mache, ist diese Versteifung hier noch schnell reinmachen, dass das wirklich alles stabil ist. Sonst bauen wir hier auf Sand und das wollen wir nicht, sondern wir wollen es auch gleich richtig machen. So, das passt sogar, Wahnsinn, weil mit der Versteifung, das hat man auch, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir letztes Jahr unseren Frühbeetaufsatz fürs Hochbeet gebaut haben im Schrebergarten. Das Video verlinke ich dir auch nochmal am Ende, das ist eine genaue Bauanleitung, wie du das selber machen kannst für günstig Geld. Und da haben wir nämlich dann auch nochmal so eine Querversteifung eingebaut, ansonsten wäre das total hin und her gewackelt und da hätte man nicht viel Freude gehabt und so hatte das ganz gut funktioniert. So, okay, das schraubt man hier jetzt ein. Ah, Leute, die Bits sind auch eine Katastrophe. Ich muss mir echt mal neue holen. Das ist echt alles so rund gelutscht mittlerweile. Aber sollte jetzt nochmal für das Projekt gehen und dann kaufe ich mir neue. Ja, man könnte ja mal schauen, ob man noch Bits hat, die vielleicht doch ein Stück besser passen. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee. Ja. Einmal mit Profis arbeiten, ne? So, das sollte doch nicht besser passen. Ja, genau, das war der Richtige. So, jetzt schauen wir uns die ganze Geschichte nochmal an. So, das ist schon viel stabiler, sehr schön. Jetzt überlegen wir uns nochmal, was soll dieser Aufsatz können? Also, ich möchte, dass dieser Aufsatz auf jeden Fall erstmal ein mechanischer Schutz gegen Schnecken ist. Das bedeutet, die können hier nicht durchkriechen. Dann kommt hier ein Gemüseschutznetz oben drüber. Damit halten wir auf jeden Fall den Kohlweißling draußen. Außerdem halten wir Vögel davon ab, hier im Mini-Hochbeet rumzuwühlen. Wir halten die Katzen davon ab, hier sich im Mini-Hochbeet zu vergnügen und vielleicht den einen oder anderen Haufen reinzusetzen. Außerdem werden wir noch über das Gemüseschutznetz ein Kälteschutzvlies drüber machen. Das bedeutet, diesen Aufsatz könnt ihr auch als Frühbeetaufsatz verwenden. Und ich glaube, das sind schon ziemlich viele Vorteile, die wir dann in diesem Aufsatz hier vereinen können. Und wie gesagt, mit diesen PG-Rohren hatten wir ja schon gute Erfahrung im Hochbeet gemacht. Das Video verlinke ich dir auch nochmal am Ende, kannst du dir auch nochmal anschauen. Und das möchte ich jetzt einmal hier, das eine PG-Rohr so drüber machen. Und dann das andere PG-Rohr kommt dann hier drüben rein. Die werden dann hier oben verbunden und da habe ich hier eine schöne Glocke drüber, wo dann hier drinnen auch alles schön wachsen kann. Befestigt werden die, wie gesagt, hier nur an diesem Holzaufsatz, weil hätte ja jetzt keinen Sinn, wenn wir die am Steckrahmen befestigen. Das wäre ein bisschen blöd, sondern wir wollen die ja hochklappen und dann haben wir hier freie Bahn. So der Gedanke. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese PG-Rohre am besten an diesem Rahmen befestigen. Und da kommt unser alter Schlauch ins Spiel. So, ich habe mir jetzt hier ein Stück Schlauch abgeschnitten. Das ist ungefähr 16 cm lang. Und das wird jetzt hier in der Ecke befestigt. Und das Schöne ist natürlich, die sind jetzt auch richtig schön hart, weil es so kalt ist. Also das ist jetzt ein bisschen nicht ganz so ideal. Aber das wird dann, kommt eine Schraube hier durch und hier durch. Und dann können wir die PG-Rohre hier quasi nur reinklemmen. Und das ist auch eine richtig tolle Lösung, weil wir zum Beispiel diesen alten Schlauch, der hat so ein paar Löcher drin, der ist schon, siehst du hier, alles zerdrückt, undicht, alt, porös. Diesem Schlauch können wir noch einer sinnvollen Anwendung zuführen. Ich probiere das mal. So, mal den Schlauch ein Stück vorbohren, dass da schon das Loch drin ist und dann
Jetzt setzen wir das hier einfach in die Ecke. Schauen, ob das was wird. Okay. So. Jetzt nehmen wir uns mal so ein Rohr hier und schauen. Die Kunst ist, den Schlauch jetzt so doll ranzudrücken, dass das hier wirklich relativ fest drin steckt. Am Ende, wenn das drüben eingehakt ist, das Rohr, dann steht das ja auch gut unter Spannung. Von daher ist das jetzt nur so ein bisschen, wirkt das so ein bisschen lapprig. Diese Idee mit dem Schlauch stammt übrigens von Volenzio. Das hatte der mir letztes Jahr gezeigt. Also das ist nicht auf meinen Mist geboren. Das war wirklich eine sehr gute Idee von ihm. Okay. Ich zeige euch das mal. So sieht das hier aus. So, okay, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass das unter Spannung steht. Wenn das hier ist, wir halten das mal hier fest. Okay, soll aber höher sein, dass das hier auf jeden Fall. Okay, so. Das ist die Idee dahinter. Und hier kommt dann das andere Schlauchstück hin. Und da steckt das hier nur drinne. Sollte eigentlich funktionieren. Ich mache hier drüben nochmal eine Schraube rein. Der Punkt ist halt, der Schlauch ist jetzt echt richtig fest. Wenn es natürlich warm ist, könnte das sein, dass er viel weicher ist und dass das nicht reicht. Muss man dann gegebenenfalls nochmal die Schrauben rausmachen und man muss dieses Stück Schlauch einfach straffer spannen. Aber sollte jetzt zumindest erstmal funktionieren, dass wir eine Idee haben, ob das überhaupt diese Grundidee erstmal praktikabel ist und ob das tatsächlich funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. So, ich habe mal wieder so ein 16 cm langes Stück abgemacht, habe das nochmal warm gemacht, dass das schön flexibel ist. Also wenn er das irgendwie im Winter, so wie ich konstruiert, dann wenn er das irgendwie über den Ofen haltet oder über einen Gasbrenner, da erspart er euch auf jeden Fall einiges an Sorgen, weil er dann das einfach hier besser in die Ecke pressen könnt. Das war mal wieder ein Satz mit X viel zu weit drüben angeschraubt, das Ding her. Kann ich jetzt nochmal rausmachen. So, das war's. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay. Rein mit dir. Könnte man jetzt eigentlich auch nochmal an diesen Schläuchen jetzt das Rohr mit Kabelbindern festmachen. Das würde auch nochmal gehen. Da hat man, ansonsten könnte man das Problem haben, dass die irgendwie zu weit reinrutschen, wie auch immer. Und damit würde man dieses Problem eigentlich beseitigen. Hätte das jetzt irgendwelche Folgen? Nee, glaub nicht. Ich glaube, das könnte man machen. Das werde ich jetzt auch nochmal machen. Der Punkt ist halt beim Hochbeet. Ja, da installiert man das einmal und dann bleibt das da erstmal die ganze Saison über. Aber das ist ja quasi, dieser Deckel soll ja beweglich sein. Das könnte natürlich sein, wenn das jetzt nur hier drin rumklemmt, dass das da entweder mal zu weit runterrutscht oder dann vielleicht rausrutscht. Von daher, wenn ich das jetzt hier nochmal mit Kabelbindern extra fixiere, dann sollte das eigentlich nochmal so eine extra Sicherung sein, dass da jetzt nichts irgendwie hin und her rutscht. Ich glaube, das werde ich jetzt machen. So, ich habe nochmal Kabelbinder geholt und wenn ich die jetzt hier einfach drum mache, in der richtigen Höhe, im Gegensatz noch einen. Dann sollte das Rohr eigentlich ja fest fixiert sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Ich glaube, das ist gut mit den Kabelbindern. So, ich zeige euch das nochmal hier. So sieht das jetzt aus. Man hätte vielleicht hier auch irgendwie eine Bohrung durchmachen können und das dann hier irgendwie am Rahmen befestigen. Ja, ich will es erstmal so testen. Kann man gegebenenfalls noch nacharbeiten. Das machen wir jetzt da drüben auch nochmal und dann installiere ich das hier und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Ob das jetzt mit den Schläuchen in der Ecke, quasi diese Schlauchhalterung, da weisheitsletzter Schluss ist, weiß ich noch nicht. Aber dafür soll das ja auch so eine Art Prototyp werden. Heißt nicht, dass man hier noch vieles verbessern kann am Ende. Aber wie gesagt, man muss es erstmal bauen, um zu merken, wo liegen die Schwachstellen. Von daher lassen wir das erstmal so. So, hier oben. Das verbinde ich jetzt nochmal mit zwei Kabelbindern. Die beiden Rohre, dass die schön mittig sind.
Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. So, und das ist, seht ihr ja, also das ist echt gut stabil. Kann man auch einfach hier nehmen, also das ist auch stabil genug. Hier rutscht auch nichts raus. Hier kann man auch dran ziehen. Das ist schon mal gut. Und jetzt klappen wir den Laden einfach mal auf. So, hier haben wir dann unseren Strick oder irgendwie eine Halterung, dass das hier dann einfach umgeklappt werden kann. Ja, und dann ist das doch schon eine ganz schöne Sache, würde ich sagen. Jetzt kommt hier oben das Gemüseschutznetz drüber. Und wie wir das befestigen, da habe ich auch schon eine Idee. So, und wenn ihr da mal reinschaut, hier liegt schon was. Und das ist das Gemüseschutznetz. Und die Idee ist einfach, also als erstes kommt das Gemüseschutznetz da oben drauf und dann im Spätwinter kommt einfach auf das Gemüseschutznetz noch ein Kälteschutzvlies oben drüber drauf. Das ist dann quasi wie die Frühbeet-Version und wenn es dann einfach wärmer wird, wird das Kälteschutzvlies abgemacht und wir haben nur noch das Gemüseschutznetz. So ist zumindest der Gedanke, weil was ich zum Beispiel bei uns im Hochbeet mit unserem Frühbeet-Aufsatz gemerkt hatte, wir hatten ja die Folie oben drüber einfach gemacht, da hat man dann schon irgendwann so ein Feuchteproblem. Also wenn man dann nicht jeden Tag im Garten ist, dass man das Frühbeet lüften kann. Ja, da bildet sich dann teilweise sogar Moos da drin, weil das einfach zu feucht ist. Also die Feuchtigkeit kondensiert, wenn dann am Tag Sonneneinstrahlung ist. Und wenn wir hier nur das Gemüseschutznetz haben und das Kälteschutzvlies oben drüber, kann ja die Feuchtigkeit eigentlich nach oben entweichen. Und dadurch sollte man diese Feuchtigkeitsproblematik nicht haben, wenn man nicht jeden Tag im Garten ist. So ist das zumindest meine Denke jetzt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal probiert habt oder ob ihr da Erfahrung habt, ob man dann die gleiche Thematik hat. Ist jetzt natürlich nicht so ein guter Wärmeschutz, wie wenn man da Folie oben drüber hätte. Das stimmt auf jeden Fall. Kann man gegebenenfalls, wenn man merkt, okay, dieses Kälteschutzvlies hält nicht genügend die Kälte ab, könnte man dann noch eine Folie oben drüber machen. Müsste man sich gegebenenfalls überlegen, wie man das dann mit der Entlüftung macht. Ja, wie gesagt, wir probieren hier einiges aus und irgendwie werden wir schon die perfekte Version zusammen hinkriegen. Und wenn ihr das vielleicht auch nachbaut, irgendwie bei euch, dann kann man da auch so eine Art Erfahrungsaustausch betreiben. Und das wäre genauso die Intention, warum ich euch das zeige, dass ihr das einfach auch bei euch zu Hause nachbauen könnt. So, hier noch eine andere Idee, wie wir dieses Gemüseschutznetz an diesen Rohren befestigen können. Und ihr kennt doch diese Tomatenclips. Die habe ich mir jetzt mal gekauft und man könnte das dann, okay, die sind zu klein, aber da gibt es hier solche größeren. Könnte man dann das hier einfach reinklicken. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt muss man sich halt echt gut Gedanken machen, wie weit wird dieses Gemüseschutznetz oben überstehen. Wie macht man das am besten? Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich jetzt hier stundenlang rumquassel. Wir haben jedenfalls, müssen wir uns das hier dann auch noch zuschneiden, die ganze Geschichte. Weil ihr seht, das ist ein ziemlich großes Stück. So, aber wir schauen es uns erstmal an. Für den einen oder anderen, der jetzt meine sinnvolle Erklärung hier nicht verstanden hat, die war vielleicht auch nicht so gut. Genau, das ist die Idee. Das Gemüseschutznetz kommt hier oben drüber. Wohin kommt jetzt das Netz? Das ist die Frage. Schraubt man das jetzt hier drauf? Also hier nochmal eine Lattung drauf machen und quasi das Gemüseschutznetz vielleicht doppelt nehmen und hier festmachen? Das ist die große Frage. Es soll auf jeden Fall sehr straff sein. Also ich möchte das auf jeden Fall richtig straff haben. Wir können uns ja vorstellen, wenn es nochmal Schnee gibt, soll das ja hier nicht eingedrückt werden, sondern das soll schon schön straff sein, dass der Schnee nach außen hier wegrutschen kann. Ich würde sagen, ich befestige das einfach, versuche das erstmal mit diesen Klammern zu befestigen. So, das war jetzt die Idee, die Klammern nehmen. Okay, das funktioniert sogar. Hält sogar relativ fest. Schön straff irgendwie machen. Also mit diesen Clips ist auf jeden Fall eigentlich eine gute Variante, weil wie sollte man das anders festmachen? Das könnte man dann eventuell mit einem Kabelbinder, aber da müsste man ein Loch reinmachen, das wäre blöd. Habt ihr da jetzt vielleicht noch eine andere Idee? Also ich glaube, die Clips sind schon gar keine schlechte Idee. Im Moment zumindest. Ich mache das mal hier drüben fest. Okay, ich ziehe das mal so straff wie möglich. Okay, ganz richtig straff wird man das wahrscheinlich so nicht bekommen, aber schon, dass das relativ gut gespannt ist. Ja, so sieht das erstmal aus. Okay, das ist schon ganz gut, aber was macht man hier unten? Man vielleicht hier doch so ein Stück Lattung draufschraubt nochmal und das Netz hier,
hier einklemmt. Weil ansonsten, wie kriegt man das hier unten befestigt, das Netz? Ich denke schon, dass man das machen muss. Ja? Was hier drüben nochmal? Okay, irgendwie ist das Gemüseschutznetz ungleichmäßig. Das bedeutet, wenn ich das hier straff ziehe, also ich habe, dann muss das hier quasi an irgendeiner Stelle, muss ich das zusammenfassen, dass das alles straff ist. Also jetzt hier so irgendwie verdrehen. Also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich das überall schön gleichmäßig straff ziehen kann, aber das ist anscheinend nicht so gleichmäßig gewebt, wenn ihr das wisst, wie ich meine. Also dass das wie ein Quadrat ist, sondern das scheint so auch untereinander irgendwie ein bisschen flexibel zu sein. Von daher wird das relativ schwierig, glaube ich, das schön überall richtig straff zu haben auf allen Seiten. Ich muss das an irgendeiner Stelle muss ich das quasi hier nochmal so zusammen machen, dass das gespannt überall ist. Also ich glaube, von der Idee, dass das total straff ist, ich glaube, davon muss ich mich verabschieden. Weil ihr seht, wie sich das verzieht untereinander, so richtig straff auf allen Seiten kriegt man das wahrscheinlich nicht. Am Ende ist das jetzt nicht so schlimm, weil es muss eigentlich nur dicht sein. Also der primäre Zweck von diesem Gemüseschutznetz ist ja erstmal, dass wir den Kohlweißling erstmal hier auf jeden Fall draußen halten, wenn wir hier Kohlpflanzen anbauen wollten. Außerdem halten wir dadurch natürlich die Vögel draußen, außerdem halten wir dadurch die Katzen draußen und natürlich auch dadurch, dass das hier ein dichter Aufsatz ist und hier oben abgedichtet ist, halten wir damit auch die Schnecken draußen. Sei denn, wir haben hier drinnen welche, aber die müssen wir dann per Hand aussortieren oder in die Fallen locken, die wir hier drinnen aufstellen. Ja, aber ich glaube, dass wir das total straff hier machen. Ich glaube, das wird nichts vom Gefühl. Okay, das erste Lesson heute. Und ich glaube, wir müssen hier tatsächlich Latten drauf machen. Hier draußen die Lattung drauf machen, dass das hier unten auch fixiert ist und auch richtig straff ist, weil wenn wir das jetzt nur irgendwie drüber hängen lassen, dass da alles Mist, dass da alles nur, das reißt ein, da, das ist nicht richtig dicht, da krabbeln dann vielleicht die Schnecken unten durch, das wäre dann quasi ein bisschen sinnlos. Also ich glaube, wir müssen hier nochmal den Akkuschrauber holen und die Säge und uns hier ein paar kleine Holzstücke zurechtschneiden. Also ich glaube, ich würde hier welche 1, 2, 3 oder über die gesamte Länge. Ich glaube, über die gesamte Länge ist besser, oder? Ist stabiler auf jeden Fall. Doch ein bisschen anders, als ich es mir gedacht hatte. Ich hätte mir das mit dem Gemüseschutznetz leichter vorgestellt. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. So, messen wir uns das mal hier aus. Okay, hier machen wir ein 50 langes Stück drauf. So, na gut, dass ich ein paar Latten mehr mitgenommen habe. Da habe ich jetzt was da, womit ich arbeiten kann. Oder andere Idee. Ich habe da noch meinen Tacker da. Kann man das festtackern und ist das stabil genug? Irgendwie sollte der Tacker eigentlich tackern. Was ist hier los? Oh ja, Technik, die begeistert. Ja, kennt ihr die? Also die Tacker sind echt richtig gut. Wenn sie funktionieren, wirklich eine richtig tolle Sache. Damit hatten wir auch beim Frühbeetaufsatz, beim Hochbeet, die Folie festgetackert und hat wirklich ein ganzes Jahr gehalten. Also ich zeige euch das mal. Okay, hier haben wir das reingetackert. Wenn wir jetzt hier einen machen, hier ein. Wie reißfest ist das? Ist das Netz? Ist eigentlich ein gutes Netz? Sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn wir das hier über die gesamte Länge tackern, dann sollte das passen und das kann man auch dann relativ gut ziehen, dass das vielleicht dann am Ende doch straff ist. Ja, wir tackern das jetzt einfach. Wir probieren das mit Tackern. Ich glaube, das ist gut. Könnt ihr das dann hier oben auch nochmal festmachen extra? Das machen wir jetzt. Wir machen das erstmal hier fest und das ziehen wir dann über die gesamte Länge in die Richtung und dort hinten müssen wir es irgendwie wahrscheinlich das Netz zusammen machen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Aber wir probieren es erstmal auf die Art und Weise. So, wie ist das hier, wenn wir das hier oben noch festmachen? So, den Tacker verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung für alle, die den vielleicht brauchen. Also wie gesagt, ein Top-Gerät kann ich euch nur empfehlen. Für viele Einsatzbereiche anwendbar auf jeden Fall. Ja, viel hilft viel. Auf jeden Fall. Und das Netz können wir dann hier unten wegschneiden. Das ist ja kein Problem. Also wie gesagt, wenn ihr natürlich jetzt noch beim Zuschauen gute Ideen bekommt,
Schreibt ihr eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr da auch schon mehr Erfahrung im Bau von solchen Aufsätzen als ich. Konstruktive Kritik ist immer willkommen, Leute, das wisst ihr, ne? So, und was ich hier unten gemacht hatte, das hier oben nochmal festzutackern, war eigentlich gar keine dumme Idee, weil wenn wir jetzt hier Stellen haben, die so ein bisschen durchhängen, da können wir das einfach so ein bisschen hier reinmachen und fixieren das hier oben nochmal mit dem Tacker oben drauf. Da kann man das schön straff machen und seht ihr, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Und dadurch konnte ich quasi die Stellen, wo das so durchhängt, beseitigen. Das nimmt man dann hier einfach so doppelt. Das ist das schön straff gespannt, sehr schön. Ich zeige euch mal die erste Seite nochmal. Also ihr seht, das ist relativ gut gespannt. Ich habe das hier nochmal mit den Clips am Rohr festgemacht. Ja, das ist wie, kennt ihr das von der Torte früher, wenn was über eine Torte gestülpt wird, dass da keine Bienen, Wespen und Fliegen rankommen. Genauso sowas ist das hier auch. Nur gegen den Kohlweißling und andere Gesellen, die uns das Gärtnerleben schwer machen. Ja, ihr Lieben, ich werde das jetzt einfach mal rundherum so weiter befestigen. Mal schauen, wie das funktioniert. Das wird aber erst beim nächsten Mal stattfinden, weil ich räume jetzt zusammen. Es wird gleich dunkel. Und ja, es geht dann im nächsten Video auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Du konntest hier vielleicht so die eine oder andere Anregung holen. Wenn du noch eine Anregung für mich hast, gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.